So Leute, da sind wir wieder bei einem neuen Video bei euren GIF Games. Mir ist ein wenig langweilig. Gut, ja, machen wir mal einen auf asozialen TU-Beauftragten in Staus RP. Ja, das ist natürlich ein liebes Opfer, Fanplay. Ja, ich denke mal, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Ciao. Okay, dann fangen wir wieder an. Okay. Also, du willst jetzt hier was machen? Wollen wir jetzt anfangen? Wie bitte? Also soll ich anfangen oder nicht? Ja, ich bin bereit. Ich bin. So, und zwar. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Commander. Ach so, ja, schon wieder da. Also gut, das sind die Kommandanten der STs. Das hatten wir ja schon. Also wie gesagt, wer ist der beste ST auf der Welt? Ja, sie. Ja, ich, der geilste CPU. Was machst du, wenn, sagen wir mal, wenn vor dir jetzt jemand stirbt? Bei der Sanitäter anfunken und erste Hilfe leisten. So, bei einem, wie geht ein gefangener Diamant? Ein gefangener Diamant. Er sah mir, der Gefangene steht in der Mitte. Einer steht vor ihm, rechts, hinter ihm und links. Aber alle gucken auf ihn mit der Waffe draußen, auf die Füße, denn wenn die Waffen gerade wären und er sich ducken würde, könnte man sich gegenseitig treffen. Und der Gefangene in der Mitte hat gar keine Gewaltskraft mehr. Und dieser gefangene Diamant wird nur aufgelöst, wenn einer außerhalb dies beendet. Okay. Und ja, was wäre, wenn ich mich jetzt auf einmal runterdücken würde? Wenn ich als ST mich einfach hindücken würde, was würde dann passieren? Ist der ST der Gefangene oder der mithilft? Der mithilft, wenn ich mich runterdücke. Dann könnte man dies als Verrat sehen. Was passiert dann? Da ich mich noch nicht so gut auskenne mit dem Strafregiment, aber da ich es vermuten würde, würde er zuerst gefangen genommen und erstmal ins Gefängnis gebracht. Ja. Okay. Zur Information, das Gefängnis findet sich auf der vierten Ebene. Okay, wobei war ich denn jetzt denn? Da, was mache ich beim Gefangenenkasten? Ah, ich war gerade erst mal überlegen, aber den Gefangenenkasten gibt's gar nicht. Scheiße. Gibt's gar nicht? Nee. Nee. Nein, ist halt so, ja. Du bist eben wohl nicht. Vielleicht kannst du mir erzählen, wie das aussieht, wenn man ja eine Dings herunter macht. Eine Kolonne. Wie es ungefähr aussehen sollte. Eine Kolonne? Ja. Eine doppelte? Sagen wir einfach beides. Okay, fangen wir einfach mit der normalen Kolonne an. Der höchste steht eigentlich ganz vorne und es wird hinter ihnen aufgereiht in einer Linie nach Rängen sortiert. Also von oben der höchste bis hinten der niedrigste. Und je nachdem, was der höchste vorne
in der Hand hält, halten die anderen auch in der Hand. Und bei der doppelten Kolonne wird von rechts nach links, also heißt der Schwächere steht immer links. Und ja, das ist genau Okay. dasselbe. Das waren Und dann. sagen wir mal, wenn es fünf Leute wären, dann wird hinten nicht nach links aufgereiht, sondern in der Mitte. So einen. Was machst du bei einer Geiselnahme? Wenn du jetzt da eingreifen musst, um die Geisel zu retten. Um die Geisel zu retten, je nachdem, wer ist der Geiselnehmer? Das ein Klon oder Sagen wir verrückter Irrer mit Ruinen? einem Bombengürtel. Oh, den versuchen zu besänftigen. Es gibt dafür ein anderes Wort. Beruhigen. Und auf Verstärkung warten, damit man mit zum Beispiel Scharfschützen eingreifen könnte. Okay. Haben wir noch was? Nee, keine Ahnung. Ja, ich finde das. Ja, Du, was für Sie könnten mich noch Transportschiffe gibt es denn? den LRT. Okay. Oh Mann, jetzt gab's eins. Das hat mir noch gesagt. Patrouillen. Patrouillen. Patrouillen? Patrouillen, Transporter, wie auch immer. Genau. Und da gibt es auch noch. Warte, mir fällt gerade wieder ein. Drei Tage später. Meine, das Bild gerade wirklich. Oh, wie heißt denn das? Okay, mir fällt es gerade nicht ein. Okay, was für Waffen haben wir, was für Waffen haben die STs? Ja, die DC-15A und die DC-15S. Was noch? Die sind die einzigsten Waffen, die mir gesagt worden sind und die ich an Informationen herausbekommen durfte. Okay, wenn man noch als Okay. Waffe, man könnte noch als Ausrüstung, könnte man Handschellen und ja, Handschellen könnte man noch zählen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch gibt, aber es gab auf jeden Fall mal so Schlagstöcker. Also nicht genau Schlagstöcker, sondern das sind so Schockschlagstöcker, sag ich mal. Okay. Ja, die sind die einzigen Waffen, die mir gesagt worden sind. Sehr interessant. Mehr hast du nichts? An Du, Waffen? ja. An Waffen weiß ich sonst nichts. Nein. Wer ist der oberste Befehlshaber der STs? Commander Nee, Fire. oberster Befehlshaber. Ach so. Oberster Befehlshaber war. Der Kanzler. Genau. Denn von dem Kanzler haben wir die Unabhängigkeit bekommen oder die STSR Davon bekommen. würde ich auch mal ein paar Informationen wissen darüber.
Was haben wir vom Kanzler Alim bekommen? Wie bitte? Was haben wir vom Kanzler bekommen? Was haben wir von ihm bekommen, was uns Von besonders dem macht? Kanzler haben wir bekommen, dass wir jeden Bürger durchsuchen dürfen Okay. und Eigentum beschlagnahmen dürften und auf Privatgrundstücke gehen dürfen. Okay, wow. Ich denke mal, das war eigentlich alles, was ich dich eigentlich abfragen kann gerade im Moment. Ich könnte sonst noch einmal, also ich weiß nicht, ob das wichtig gerade ist, ich könnte noch die goldene Rehe, die silberne Rehe, die bronzene Rehe und die Reinliste könnte ich noch sagen. Rangliste Nachfragen nicht, fällt mir aber gerade nicht ein. die Regeln kannst du mir mal sagen. Die goldene Rehe und so. Ja. Ja, die goldene Regel, töte, verletze oder hintergehe keine Brüder. Die silberne Regel ist, greife nicht in einen Jedi-Kampf ein. Und die bronzene Regel, hat immer Respekt und Salutier. Okay. Ja. Dann denke ich mal, das war's, glaube ich. Eine Sache musst du noch nachsprechen. Nee, warte Okay, mal. ich. Erstmal muss ich dir noch was sagen. Und zwar, hast du gut gemacht. Wirst du sicherlich mit der PR auch gut können. Was war an den Waffen nicht richtig? Habe ich ja was gesagt. Ich weiß nicht, da dachte ich so. Nee, 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 da war was anderes. Fahrzeuge? Nein, da war was. Scheiße, jetzt hast du mich irritiert, ey. Nee, wegen der Sache, wo wir zuständig sind. Wenn sie ja. Wenn Aufgabengebiet, ich habe dazu gesagt, wir sorgen für Ordnung bei dem Klon. wir sind auch für was anderes zuständig. Ja, für die Bürger. Schutz der, der Schutz der Senatoren und so weiter, also. Relativ für alles, also Gefängnis und so weiter und so fort. Ja, mal hoffen, dass du nachher angenommen wirst, wenn du es im AP machst. Aber eine Frage, aber eine Sache möchte ich noch von dir, Ja. dass du jetzt was nachsprichst. Oh, ja. Ich Ich bin damit einverstanden, bin damit einverstanden, dass dass ich ich die letzten die letzten 13 Minuten 30 Minuten genehmige, was genehmige dass das es es auf auf YouTube nur no, YouTube landet, landet ohne ohne Stimmverzerrer. mit Stimmverzerrer. Du Arsch. Okay, Leute, dann mit Stimmverzerrer, ey. Mein Gott, der Typ hat mich schon wieder zugebracht, ey. Ja, komm, ohne Stimmverzerrer. Alles gut, komm. So, Leute, das war's mit dem Video. Ein wenig abgehoben heute Abend. Ich höre mich daran sozial heute Abend an, oder? Ein wenig, oder? Arsch. So. Schaltet ins nächste Video rein. Vielleicht eine Runde SWRP auf dem XGN-Server und so weiter. Oder vielleicht auch eine Runde Minecraft mal wieder? Keine Ahnung. Ciao, Leute. Abonniert mich, like mich. Kein Dislike. Und wenn der Junge einen YouTube-Kanal hat, dann wird der natürlich auch drin stehen. Tschüss.